Das Thema heute, ich brauche es Ihnen ja nicht zu sagen, Sie haben wahrscheinlich selber schon den ganzen Tag drüber gesprochen. Boris Becker und seine 5 Sekunden, ja? Nicht Zentimeter. Sekunden, 5 Sekunden, nicht 5 Zentimeter. Sie haben es gehört, Boris Becker hat angeblich, wir haben ja gestern schon mal davon berichtet, in seinem Interview mit Reinhold Beckmann darüber berichtet, dass das Zeugen des Wimbledon-Babys, des sogenannten, nur 5 Sekunden gedauert hat. Ja? Was heißt das jetzt? Überall, wo Boris Becker hinkommt, wo ihn die Mädels sehen, sagen die, Boris! Gimme 5! Ja? Und er hat jetzt auch einen neuen Spitznamen. Sie wissen, früher war es Bum Bum Becker. Ja? Und dann hatten wir in der Zwischenzeit den Namen geändert in Bums Bums Becker. Ja? Sind aber jetzt der Meinung, es müsste heißen Ratzfatz Becker. Ja? Ja. Das ist der neue offizielle Spitzname. Ratzfatz Becker oder Ruckzuck Becker oder Zack Zack Becker. Wie Sie es am liebsten haben. Ja. Wie nennt man diese Art von Sex? Ja? 5 Sekunden. Ein One-Night-Stand ist es nicht. Ja? Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, was es ist. Es ist der tückische Sekundenbeischlaf. Ja? Vielen Autofahrern bekannt, passen Sie auf. Kurz fallen die Augen zu, schon hat man ein Kind. Ja? Ganz vorsichtig. Ja? Ganz vorsichtig sein. Jetzt sagen Sie, 5 Sekunden ist relativ kurz, ist es aber nicht, meine Damen und Herren, es kommt immer darauf an. 5 Sekunden können auch sehr, sehr lange sein. An welchem Beispiel könnte ich Ihnen das erklären? 5 Sekunden können sehr, sehr lange sein. Hören Sie mal genau hin. Lange, oder? Ja. Und meine Damen und Herren, mich hat natürlich interessiert, was denken die Leute auf der Straße über diese 5 Sekunden? Was ist ihre eigene Erfahrung? Was ist ihr persönlicher Rekord? Und ich war heute mal unterwegs und habe die Leute mal befragt. Schauen Sie mal hier. Hallo, schönen guten Tag. Darf ich Sie mal gerade was fragen? Haben Sie noch ein blaues Auge? Nee, mir geht's wieder gut. Ja. Sagen Sie mal, Sie haben doch bestimmt in der Zeitung gelesen, der Boris Becker hat da jetzt ein Interview gegeben. Der ist bestürzt. Wieso? Der ist bestürzt. Ja, also der kann er so schnell bumsen, das kann ich nicht. Was? Das können Sie nicht? Nee. Was sind Sie denn für eine Pfeife? Ja. Pfeife, ja, ist klar, Pfeife. Was meinen Sie, was jetzt, wenn Sie es ja nicht wissen, was er gesagt hat, weil Sie es ja nicht gesehen haben bei Reinhold Beckmann, was meinen Sie, wie lange er gebraucht hat? Um das Kind zu zeugen? Um das Kind zu zeugen, ja. Also wenn ich mich nicht irre, stand da heute Morgen was von 5 Minuten. Nee, die Wahrheit ist 5 Sekunden. 5 Sekunden? Ja. Da muss er ja kurz davor reingegangen sein. Wie? Schluss. Was war Ihr persönlicher Rekord? Das sagst du jetzt. Was war Ihre Bestleistung bisher? Oh, da muss man die Frau fragen. Okay. Erinnern Sie sich gar nicht mehr dran. Ja. Schon so lange her. Ja, verstehe. Sehr gut. Dankeschön, ja. Darf ich Sie gerade mal was fragen? Und was wäre das? Ja, sagen Sie mal, Sie haben doch bestimmt der Presse entnommen, dass der Boris Becker da so ein Interview gegeben hat, oder? Ach, wissen Sie, der Boris Becker, der interessiert mich überhaupt nicht. Warum nicht? Der soll ja so ein Kind gezeugt haben. Ach so. Pass auf, ist rot, um Himmels Willen. Das ist doch heute. Es ist rot! Sind Sie denn wahnsinnig? Es ist rot! Entschuldigung, kann ich Sie kurz was fragen? Selbstverständlich. Ja, wie lange haben Sie gebraucht? Ich habe 10 Monate gebraucht und wurde dann per Kaiserschnitt geholt. Halt! Stehen bleiben! Entschuldigung, darf ich Sie mal was fragen? Ja. Haben Sie kurz 5 Sekunden Zeit für mich? Ja. Auf die Plätze, fertig und los! Wie los? 3, 2, 1 und aus! Haben Sie leider verloren. Hast du verloren? Ja, ist der Boris Becker schneller gewesen. Ja, der war schneller. Ja, das ist wahr. Ja. Wissen Sie, wie schnell der war, ne? Ja. Wie schnell war der? Schon 5 Sekunden, ne? Ja, und? Ja, war lustig. Können Sie das unterbieten? Entschuldigung, darf ich Sie gerade mal was fragen? Bestimmt nicht nach Boris. Warum? Aua, warum? Aua.